Herzlich willkommen bei kulturport.de. Ich stehe hier vor dem Künstlerhaus Sodbörn in Hamburgs Norden. Hier arbeitet der Künstler Albert Christoph Reck. Er ist in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden und für uns Grund genug, in unserer Reihe über bildende Künstler uns mit ihm, seinem Werk, seinem Schaffen und seinem Leben auseinanderzusetzen. Herr Reck, vielen Dank, dass wir in Ihre heiligen Hallen kommen dürfen, in Ihr Atelier. Sie haben sehr früh, in jungem Alter, mit der Kunst angefangen, aber nicht sofort. Wie ist das bei Ihnen gekommen? Wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, ich möchte Künstler werden, ich möchte Kunst machen? Na, meine Eltern und mein Vater hat mich zur Hindenburg-Realgymnasium nach Oppeln geschickt hier. Und dort war ich also und bin eigentlich ein ganz guter Schüler gewesen hier. Aber zu Hause gab es also immer so Zwistigkeiten. Und eines Wochenende kam er in die Küche, die Wohnküche hier, und machte Kleinholz aus der Küche hier. Und dann sagte ich, Albert, ich verstand nicht, warum. Irgendwas musst du tun hier. Und dann habe ich also einen Verwandten gehabt, ja, der also einen Großvater hatte, der Kapitän war. Und der hat mir geholfen, nun also sozusagen in die Seefahrt einzusteigen. 1948 ist ja dann der Schritt in die Hochschule, in der Landeskunstschule, wie es damals noch hieß. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Ja. Es war abenteuerlich, wie ich das geschafft habe hier. Und habe meine Eltern oben in Flensburg wiedergefunden, ja, und habe dort versucht, also zunächst einmal mich umzuschauen hier und habe Verbindung gekriegt zu Künstlerkreisen hier. Yeah. Ja, Fritz Händel und dann der andere Nentwig hier und wie die anderen. Und dann also Dr. Rohling. Da war der Papst der in der Künstlerschaft da hier. Und der hat mich dann vermittelt an den Maler Hans Holthoff. Yeah. Und er bestand darauf, dass man also sozusagen diese Mischung venezianisches Öl und dies dann und diese Farben und so, man musste also sozusagen das alles mitmachen, was er ja da also an tollen Farbmischungen da erfunden hatte. Auch die Technik, den technischen Technik, Hintergrund. Ja. 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 Aber ich habe mich dann also auch mehr an, ich habe im Hafen gezeichnet und gemalt hier, aber auch viel gemalt hier und habe mit Tempera gemalt und Aquarell. Ja. Und mit Federn und Kreide. Mhm. Und er viel sagte heute was nicht, aber immer sagte also, okay, das ist, naja. Und nächstes Mal habe ich wieder ein besseres gemacht, ja, und dann hat er wieder okay gesagt. Ja. Aber er hatte also, dann heimlich hat er mich also empfohlen hier. Dann das Kunstschule gegangen hier, dort saß Maler auf dem Alfred Maler. Alfred Maler, ja, auf dem Thron des Chefs hier. Ich kam da hin und blätterte hier, sagte, okay, gehen die zu Postokraschach, die sind angenommen. Ja, so schnell ging das. Bin damals gleich da geblieben. Wo wir gerade bei biografischen Dingen sind, Sie haben viele Jahre in Afrika gearbeitet. Mhm. Wie kam es denn dazu? Also als Künstler kommt man ja nicht automatisch auch nach Afrika, sondern gab es da einen besonderen Anlass? Naja, wir waren ja, in Hamburg waren wir unzufrieden. Ich gehörte zu der Clique da hier, Reinhard Renkhahn, Kai Sudeck hier und dem Fotografen Lutz Dille hier. Wir wollten raus aus Hamburg erstmal hier. So, wir wollten uns den Wind um die Nase wehen lassen hier. Afrika war ja also gar nicht auf meiner Liste gewesen hier. Und eines Tages, ich hatte vorher schon einen Preis bekommen vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Die kamen also mit dem Angebot, auch eine Reise zu bewilligen. Die sollte gehen nach Mexiko, Antillen, nördliches Südamerika hier und dann wieder zurück hier.
Aber es sollte also ungefähr 4-5 Monate gehen. Ja, ja. Und dann kam aber Khrushchev dazwischen hier und der Kennedy hier. Und die waren auf Loggerheads oder wir waren auf. Ja, Kuba-Krise 61, ja. Mit den Köpfen zusammengehauen. Mhm. Und dann plötzlich sagten sie: Ja, und sie können jetzt aber rund um Afrika, dachte die Reederei. An der Westküste runter, über Kap und wieder hoch. Und in Durban hatten wir also Maschinenschaden. Oder der wurde, war schon vorher, aber er wurde dort behoben. Es gab also einen Aufenthalt von über einem Monat. Mhm. Und ich dachte, Albert, das ist doch eine Gelegenheit hier. Ich habe also meinen Rucksack gepackt hier und bin also losgetrampt. Ich bin also bis runter zu den Drachensbergen gekommen. Und vor den Drachensbergen gibt es solche Koppies. Ich bin hochgestiegen und habe die Vögel aufgescheucht, ja, und die gaben laut. Und während die laut gaben, bin ich wie angewurzelt stehen geblieben. Ja. Und das Komische war ja, und deswegen auch meine Bilder hier, die ich jetzt also neuerdings gesehen habe, ja, ich habe dort irgendwas etwas ganz Neues mitbekommen. Ja. Ich war zu Hause dort und alles war plötzlich also einsichtig. Ja. Mhm. Ich war einsichtig. Ja. Gibt es einen Ort, wo Sie sagen, da bin ich zu Hause, da bin ich als Künstler auch zu Hause? Dieses Erlebnis da hier in Afrika hier, hat mich also plötzlich herausgehoben, ja, aus dem, ja, hier. Ich war plötzlich woanders da. Aber Sie sind ja auch wieder zurückgekommen. Also Sie haben, ja, ich habe meine Frau hier gehabt. Hier. Dann lassen Sie uns noch mal auch zu den Inhalten kommen, weil ich sehe in, ja, in Ihren Werken ja sehr unterschiedliche Themen. Ja. Und auch sehr unterschiedliche Stileinflüsse. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen die Lehre bei Alfred Mahler beispielsweise oder auch später bei Oskar Kokoschka in Salzburg, dass die auch etwas in Ihnen hinterlassen haben, künstlerisch, ja, auf das Sie sich bis heute beziehen können. Ja. Ich bin ja also bei Kaschak gelandet hier. Mhm. Und der Alfred Mahler war noch einmal Direktor hier, dann, aber hat er ja seine Klasse gehabt. Und ja, das war also eine Klasse, wie man da also munkelte, die Genie-Klasse hier, mhm, in der Landeskunstschule damals. Und irgendwann im Sommer hier habe ich gehört, dass Alfred Mahler nach der Schweiz geht, um dort also sozusagen die großen Berge zu pingeln, hier, wie wir sagten. Mhm. Und naja, und da schrieb ich ihm einen Brief hier. Und zwar also einen, wie ich das heute nenne, einen literarischen Brief hier. Ich habe also ein bisschen angegeben daher. Wollte er auf Genie machen. Nicht? Und naja, und da, ich habe beim Postwinden zurückgereckt, die sind angenommen. So, dann war ich also dort in der Genie-Klasse gelandet. Mhm. Und ich habe dann also auch angefangen, mit Schwarz-Weiß zu arbeiten. Der Mahler sagt also, da ist ein Stillleben jetzt hier. Und nun also musst du also Farbtreffübungen hier und die Formen richtig, das passt alles dann hier, mhm, so. Naja, irgendwann war mir das zu wenig hier. Und ich habe also mich also dann auf Schwarz-Weiß verlassen hier oder wollte dort weiter hier und habe dann also viel gezeichnet hier. Irgendwann also sagte ich also Schwarz-Weiß mehr und da habe ich Holzschnitte gemacht und Linolschnitte gemacht hier. Vielleicht gehen wir jetzt mal vor eines Ihrer Bilder, an dem Sie jetzt gerade noch gearbeitet haben, weil ich würde gerne noch ein bisschen inhaltlich, ja, und auch formal über die Bilder sprechen. Was mir auffällt, ist, dass das Bild regelrecht von unten nach oben wächst. Ja, was ist das für Material, mit dem Sie arbeiten? Ist das Buntstift? Sind das Farbstifte? Ja, das ist also, zum Teil ist das Acryl, dieses hier. Und das andere ist alles Buntstift hier. Ich habe aber vorher mit Kohle gearbeitet hier. Ja. Also schwarz und weiß hier. Um also auch wieder wegwischen zu können. Bei allen Künstlern hat dann die Kohle so eine Art Rolle gespielt daher. Dieses Großzeichnungen hier, das ist meine Erfindung, die ich also in Afrika kennengelernt habe hier. Ich musste dort in Swasiland, wo ich gelandet bin hier, musste ich mir also all die Materialien selbst besorgen, selbst herstellen. Mhm. Ich habe zusammengeklebt hier auch hier. Und dieses alles Selbstgemachte hier, nicht wahr? Brachte mich also zu diesen Großzeichnungen auch dann. Ja, und das Format interessiert mich auch. Also gibt es vorher, bevor Sie anfangen, eine Entscheidung für das Format, wann Sie so ein großes Format machen, wann Sie mittleres Format machen? Ja, gelingt mir also ein Bildchen so, also in diesem normalen Zeichenblatt, das, ja, was ich zu kaufen vermag. Und dann stelle ich fest, oh, das ist aber, das sagt nicht, das ist nicht
gut erschöpfend ausgesagt hier. Und dann komme ich zu den Formaten hier. Und meistens also solche hohe Formate hier. Ja. Die mich ja also auch ein bisschen, ich bin also dann in Bewegung hier. Ich bin also auch gefragt. Mein Körper ist gefragt hier. Sagen Sie etwas zu diesem Bild. Das hat nämlich den Titel El Greco oder eine Hommage an El Greco. Ja. Wo kommt El Greco in diesem Bild vor? Naja, in Tilo. In der großen Kathedrale. Ich kannte das Bild hier. Ja, ja. Und der Mann hat also eigentlich nicht. Der hat alles wachsen lassen, wie die Bewegung. Die kam also aus einem Zentrum heraus hier und waren plötzlich da. Hm. War also eine Perfektion da hier, die sonst auch nicht erschien. Man musste immer gucken bei den anderen hier. Nicht? Hm. Bei ihm war das alles da. Und ich habe jetzt gerade erfahren hier, viele haben also, der Expressionisten und der späteren hier, haben also mich mit Greco auseinandergesetzt hier. Ja. Aber mehr, naja, nicht so wie ich das gemacht habe. Hier. Bewegung scheint ein sehr wichtiger Begriff zu sein in Ihrer Arbeit. Dann, egal auf welches Blatt man guckt, man hat immer das Gefühl, es ist bewegt und es bewegt einen selbst. Ja. Was ist für Sie an dieser Bewegung? Ich komme aus dieser Kleinstadt Krappitz her. Und wir hatten an der Hotzenplotz, die in die Oder mündet, hatten wir also ein, wir nannten das Lossek in unserer oberschlesischen Sprache, das ist also ein Bällchen. Mhm. Und dort, die Zigeuner sind dort also, haben kampiert, wenn die nach Krappitz kamen. Ja. Und haben einen Tanzbären mitgebracht hier. Und der interessierte mich enorm. Da im Lossek, ich war hier, nach dem Tambourin hier, fing der also und ganz langsam hier. Und wissen Sie, wenn man den weiterverfolgt, diesen langsamen Tanz des Bären hier, kommt man also sozusagen auf Mozarts kleine Nachtmusik raus hier. Ja. Ganz komisch. Und ich musste dann, als ich die Nachtmusik hörte, musste ich weinen hier. Hm. Ich war mit einer Freundin da in der Musikhalle hier. Und mir gießen die Tränen so runter. Ich kapierte unter dieses Tränen. Ich kapierte endlich, was das war. Ich finde es höchst spannend, wie Sie mit Dynamik und Bewegung umgehen. Und das hat in der Tat auch sehr viel meines Erachtens mit Tanz zu tun, mit Raum erobern und wieder freigeben und wieder blockieren, was man ja zum Beispiel beim Tango oder auch bei anderen Tänzen immer wieder macht. Ja. Das machen Sie im Grunde genommen auch in der Malerei. Ja. Also es ist wie so eine Annäherung, wie ein Tanzen. Damit ich also dies ausführen kann hier, die zeichnen hier. Bei Bahn muss ich so Form Collection machen, nicht? Genau. Ich würde gerne Ihnen noch eine abschließende Frage stellen. Es gibt Künstler, die brauchen immer zwischendurch so Ruhepausen, Phasen, wo sie sich wieder sammeln, wo sie überlegen, wie geht's weiter. Beim Sportler, der einen 100-Meter-Lauf macht, dann weiß man, da ist die Ziellinie und danach kann er sich erholen. Wie ist das bei Ihnen als Künstler? Brauchen Sie solche Zeiten, wo Sie sich auch mal wieder beruhigen? So? Ja, ja, der Englische sagt exhausted, ich meine, erschöpft. Ja, man ist erschöpft. Ja. Dass man fähig ist zu schöpfen, ja, geht also ein bisschen auf Null. Mhm. Ich meine, und man muss sehen, dass man wieder von Null nach oben herkommt. Ja. Und es gibt so verschiedene Möglichkeiten, das also auch zu tun. Ja. Die Liebe hilft dabei auch. Ja, die hilft sogar sehr. Man hat das Gefühl, wenn man auch in Ihrem Werk schaut, dass Sie eigentlich nie ankommen. Sie werden diese Ziellinie als Künstler wahrscheinlich nie überschreiten. Das ist auch gut so. Nicht so laut.